kann ich wieder Freude finden an den Sachen, die mir sonst immer Freude gemacht haben? Ich habe mich vor einiger Zeit in jemanden verliebt. Leider hat sie den Kontakt mit mir extrem runtergefahren und sie hat leider nicht dieselben Gefühle wie ich. Sie fehlt mir extrem zu extrem. Sie war sexy und ich konnte mit ihr viel lachen, hatten Gemeinsamkeiten. Ich komme einfach nicht drüber weg, dass wir so gut wie keinen Kontakt mehr haben. Wie kann ich damit abschließen? Immer wieder sammle ich negative Erfahrungen und fühle mich extrem wertlos. Okay, das beantworte ich und dann gehe ich auf die andere Frage. René, da du ja schon mal in einem meiner Kurse warst und ich dich auch aus den Lives kenne, weiß ich, dass du in deiner Kindheit zum Beispiel nicht bei deinen Eltern aufgewachsen bist, sondern bei der Oma. Du hast dich sehr überflüssig gefühlt und einfach das, was du hier auch geschrieben hast, ne, dieses Wertlosigkeit, dass das immer da war bei dir. Diese Wertlosigkeit, wenn du dich mit ihr nicht beschäftigst und sie verarbeitest. Wir hatten das in dem Kurs damals gemacht, aber ich weiß, dass es oft so ist, erst wenn wir bewusstseinsmäßig bereit sind, dann machen wir es und dann setzen wir es um. Vorher nicht. Ich will damit jetzt gar nicht so böse sein. Warte mal, wie kann ich das jetzt am besten sagen? Ist ja auch bei mir in so vielen Themen, auch bei mir, als wäre ich was Besseres. Es gibt so viele Themen, wo ich noch nicht bereit bin, das zu verstehen. Da kannst du es mir erzählen, 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 aber ich kann es nicht greifen. Und dann ein paar Jahre später verstehe ich erst, was damit gemeint ist und dann setze ich es um. Und das ist auch mit deiner Gefühlswelt. Es ist so wichtig, damit zu arbeiten. Ansonsten ziehst du immer wieder Menschen an, die dir das alte Gefühl von Wertlosigkeit wieder geben. Sie geben es dir nicht, es ist in dir, es wird nur wieder entfacht, es wird wieder angetriggert, um geheilt zu werden. Und was war dann noch die Frage gewesen? Wie kann ich damit abschließen? Immer wieder sammle ich negative Erfahrungen. Also das ist ganz viel bei dir mit Glaubenssätzen arbeiten, mit deinen Gedanken arbeiten. Ich würde tatsächlich, ich empfehle gar nichts, aber ich persönlich nehme ja Iboga. Iboga ist so eine Wurzelrinde aus Afrika, ich weiß nicht, ob es Ghana kommt oder woher es genau kommt. Und diese Wurzelrinde wirkt bewusstseinserweiternd. Wenn man das in einer Mini-Dosis einnimmt, wie, also ich werde es euch unten verlinken, da kann man von dem Pulver eine Messerspitze nehmen oder eine Teelöffelspitze im Wasser verrühren und täglich einnehmen. Schmeckt bitterscheußlich. Also es schmeckt schon bitter. Man kann auch Kapseln nehmen. Ich habe beides. Ich habe Kapseln da und auch das Pulver da. Kapseln sind einfacher. Einfach eine runterschlucken pro Tag reicht. Ich habe auch schon zwei genommen. Bloß keine zu hohe Dosis. Zu hohe Dosis. Also was macht das? Vielleicht mache ich nochmal dazu ein extra Video. Es erweitert dein Bewusstsein und es hilft dir im Alltag bessere Gedanken zu haben. Ich habe darüber gelesen und ich interessiere mich ja sehr für diese bewusstseinserweiternden Dinge und habe mir das dann bestellt. Mein Mann und ich nehmen das. Mein Mann ist komplett begeistert. Er sagt auch, im Alltag fühlt er eine Leichtigkeit, die von alleine kommt. So ein Glücksgefühl, das von alleine kommt. Also es hat direkten Zugriff auf deine Gefühlswelt und es macht sie nicht schlechter, sondern es, also was ich bei mir gemerkt habe, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ich mache auch gerne nochmal ein Video, wenn ihr das wünscht, dass ich Blockaden kommen hoch, unterbewusste Erfahrungen kommen hoch, die ich dann anfange für mich zu verarbeiten. Und das verändert natürlich viel. Und was ich manchmal merke, dass ich auf einmal glücklich bin und ich mich frage, auf was freue ich mich gerade? Weil normalerweise, wenn man glücklich ist, dann freut man sich, weil ein großer Geldeingang kommt, weil ich was Leckeres esse, weil ich mir was Schönes gekauft habe. Aber es ist gar nichts von dem da. Warum freue ich mich? Ah ja, okay. Weil ich wahrscheinlich das Iboga nehme, gehe ich immer stark davon aus. Dieses Iboga ist was anderes als das LSD. Ich hatte euch das ja schon mal vorgestellt, vor, ich glaube, es war am Anfang des Jahres. Das ist künstlich hergestellt. Dieses Iboga ist einfach nur eine Wurzelrinde, die getrocknet wird und zum Pulver vermahlen wird. Fertig aus. Also komplett natürlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das Auswirkungen hat, auch auf dein Gehirn, weil wenn du es durch die Arbeit mit dir alleine erstmal noch nicht ganz schaffst, Ergebnisse zu erzielen, kann das vielleicht helfen. Unterstützend, dass es in die Gehirnbahnen eingreift und diese, ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird, da müsste ich noch mehr recherchieren und euch ein extra Video machen, aber es verändert einfach diese Blockaden und es verändert einfach dieses Negative, was im Kopf ist und sich ständig wiederholt. Das würde ich vielleicht mal ausprobieren. So, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Samar, wie sieht deine Gefühlswelt so aus? Wo nimmst du die positive Energie auf, um anderen zu helfen? Wie sieht es in meiner Gefühlswelt aus? Da ist ganz viel Mischmasch in meiner Gefühlswelt. Also wirklich ganz viel Mischmasch. Und also ich habe alles. In meiner Gefühlswelt ist alles da. Von Zorn, Wut, Scham, Schuld ganz unten bis ganz oben, Freude, Frieden und Liebe. Ist einfach alles da. Und woher ich diese Motivation hole,
Kann sein, dass ich einfach in der Kindheit Glück gehabt hatte mit einigen, weil die einen haben es ja leichter, sich gut zu fühlen, andere haben es schwerer, sich leicht zu fühlen. Ich denke, ich hatte vielleicht Glück, dass ich das von meinen Eltern irgendwie mitbekommen habe. Ja, ich erzähle ja voll oft negativ und wegen den Blockaden und meine Eltern das und meine Eltern dies, aber irgendwas haben sie auch richtig gemacht, dass ich da diese Kraft habe, die Motivation habe, positiv zu sein. Was bei mir immer öfters hochkommt, ist die unglaubliche Dankbarkeit, auf der Erde zu sein. Ich weiß, dass ganz viele immer wieder sagen, ich habe das Gefühl, hier fehl am Platz zu sein. Man sagt ja immer, es sind Sternensaaten oder so. Wahrscheinlich bin ich es nicht, keine Ahnung. Bei mir ist immer das Gefühl, genau richtig hier zu sein. Ich weiß es nicht warum. Wenn ich hier in meinem Ort rumlaufe, komisches Gefühl, ich habe immer das Gefühl, genau richtig zu sein. Wenn ich in den Himmel schaue, habe ich das Gefühl, es stimmt und es ist richtig, dass ich gerade hier bin. Und ich habe eine innere, intrinsische Motivation, die von alleine kommt, also dafür mache ich nichts besonders viel, hier sein zu wollen und das machen zu wollen, was ich gerade mache. Ja, so eine Antwort, mit der man vielleicht nicht viel anfangen kann, aber mein Mann macht manchmal seine Späßchen, seine Späßchen, ich bin 41 geworden. Und der macht dann seine Späßchen, weil halt schon alt und so, ne? Und mich triggert es null. Ich kenne halt Frauen aus meiner Familie, die nicht über ihren Alter sprechen, auch so ältere Tanten und so, für die geht es gar nicht. Das soll niemand wissen. Es soll auch niemand wissen, dass ich graue Haare habe und so weiter. Und bei mir ist wirklich eine riesengroße Dankbarkeit, dass ich noch lebe. Wenn es mal ein voriges Leben bei mir gab, dann muss ich wahrscheinlich sehr früh gestorben sein. Ja, also keine Ahnung. Da wollte ich vielleicht irgendwas machen und keine Ahnung. Aber dieses Gefühl, danke, dass ich noch da sein darf. Danke, dass ich noch da sein darf und dass ich das nutzen darf für die Arbeit, die ich mache. Und gerade auch einen großen Antrieb habe ich, nachdem ich meinen Vater habe sterben sehen. Diese 6 Wochen, die er wirklich gelitten hat. Ich habe nicht gedacht, dass es in Deutschland möglich ist, dass ein Mensch so leidet in einem Krankenhaus, in einer Intensivstation, dass man ihm nicht helfen kann. Und das waren halt alles seine Emotionen. Und das dann zu sehen und zu sagen, okay, sag mal, du kannst auf jeden Fall was tun, dass das, was ich gerade erlebt habe, nicht noch andere Kinder mit ihren Eltern erleben oder umgekehrt Eltern mit ihren Kindern erleben, nur weil sie ihre Emotionen nicht verstanden haben, wie sie sie verarbeiten. Weil das war wirklich die Hölle. Also das war wirklich Höllenerfahrung, das zu sehen. Aber gleichzeitig dann auch, ich hatte euch ja erzählt, er saß ja da und hat geschrien und die haben ihm Mittel gegeben. Es hat alles nichts geholfen. Die haben ihn immer wieder ins Koma versetzt und wieder ra hoch rausgeholt. Während er geschrien hat, ist Blut aus seinem Mund geflossen. Der hat mich angeguckt und hatte Angst und hatte Schmerzen. Und ich habe gesagt, hast du Schmerzen? Der hat dann immer ja. Und ich habe gesagt, okay, ich frage die Ärzte. Und die meinten, der hat ja schon das Stärkste, wir können ihm nichts mehr geben. Und dann haben sie mir wieder ins Koma versetzt. Es war wirklich ein Hin und Her. Aber das waren dann oft Momente, wo ich ihn angeguckt habe und während er schreit und mich anguckt. Und ich saß da und konnte ja nichts machen. Und es ist wirklich die Hölle für ein Kind, wenn es nichts machen kann. Bin ich in einen tiefen inneren Friedenpunkt angekommen bei mir. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn angeschaut und dann kam direkt hoch, das ist alles, was du erlebt hast, was du nicht verarbeitet hast, Papa. Und das, dein Körper, also die Emotionen müssen aus dem Körper raus. Und das ist Arbeit. Das ist etwas, was man wissen muss, wie das geht. Und zwar bei ihm so viel angesammelt und nicht nur bei ihm, noch so viele andere Menschen, dass der Körper dann irgendwann einfach nur noch ein Schmerz war, ein einziger Schmerz war. Genau, das motiviert mich auch weiterzumachen. Ich glaube, ich habe nur noch eins.